2013 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Dennis Schroeder. He's left alone. Dennis. There's a big three. Here comes Dennis Schroeder. Dennis, habt ihr heute Event? Aktiviert, ich will gerade nicht, habe ich in meiner Tasche. Aber es wird geisteskrank. Komm einfach direkt raus. Das nenne ich Timing. Wie geht's, Boss? Gut, bei dir? Okay. Hi, Alan, Niklas, freut mich. Hey, Alan. Hey, Alan. Atelier Drip, was wir jetzt launchen um 12, haben wir sehr hart gearbeitet. Und im Endeffekt will ich dann auch Jürgen und Nicole euch danken. War sehr angenehm, mit denen zu arbeiten. Die haben sehr, sehr viel uns auch abgenommen. Sehr viele Meetings auch gehabt. Bedeutet uns auf jeden Fall auch sehr viel. Grace, Ben, danke dir, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Da nochmal Applaus. Wollen. Dennis wollte das echt komplett an mich abgeben, aber ich bin froh, dass er wenigstens ein bisschen was gesagt hat. Ja, ich weiß, wie hart er hierfür gearbeitet hat und vor allen Dingen ist es eine absolute Herzensangelegenheit. Jeder, der Dennis kennt, weiß, dass gut riechen für ihn alles bedeutet. Und Maulo. Dementsprechend, das musste jetzt hier perfekt werden und wenn er sagt, es ist gut, dann bin ich happy und ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden damit und genauso happy. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet dazu, vielleicht ein bisschen was postet, ein bisschen was hören lasst, wie ihr es findet. Wir sind total gespannt darauf, was ihr zu sagen habt und jetzt hoffen wir einfach, dass ihr alle ganz, ganz viel Spaß habt und freuen uns auch noch ein paar nette Gesichter hier kennenzulernen und Shoutout nochmal zu Maolo Lo und Johannes Prima, wir haben Bronze geholt. Das Event ist ja voll nice, Bro. Ist es nice? Ja, übertrieben. Feier's. Was sagst du, Che? Ist gut, der ist gut gefüllt auf jeden Fall. Geiler Vibe auf jeden Fall. Location ich mein, haben sie auch nice Location gemacht, ne? Sehr, sehr geil. Und, Shoutout geht raus. Liebe geht raus. Spicy Boy. Geil gestaltet. Und bon Appetit, by the way. Oh, was mit der Hose? Zu heiß, zu heiß. Genau, jetzt erstmal die Frage, Sommer war extrem viel los, super viel gespielt, normalerweise bist du eigentlich immer eher damit beschäftigt, irgendwie zu trainieren, dich neu vorzubereiten für die Saison, jetzt ganz anderer Sommer. Wie hast du jetzt gerade die letzten Wochen genutzt, die Zeit danach, um irgendwie mal abzuschalten? Ja, es ist ein paar Tage erst her, wie gesagt, hatte davor ein bisschen, habe ja im April nicht mehr gespielt gehabt bei den Houston Rockets, hatte ein bisschen Pause, konnte erstmal runterfahren. Aber ja, wie gesagt, habe dann angefangen zu trainieren, EM gespielt und jetzt habe ich erstmal so wieder eine Runterkommphase, bevor es wieder nach LA geht. Fühlst du dich denn fit? Also was ist so der große Unterschied?
Ja, ich fühle mich also enorm fit. Natürlich werde ich jetzt nicht intensiv trainieren, aber ich werde schon in der Halle sein, ein bisschen werfen und ein bisschen Fitness machen noch und dann bereit sein für Training Camp. So, dann jetzt genießt den Abend. Ja, ja. Ihr seid auch noch da oder haut ihr ab? Wenn es okay ist, dann bleiben wir noch ein bisschen. Ja, dann bleiben wir noch ein bisschen. Hey Männer, genießt ihr den Abend? Natürlich, Bruder. Sehr, sehr cool. Sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Sehr geile Location, sehr geiles Essen, sehr coole Drinks. Super Drinks, super Essen. Coole Leute. Guter DJ. Also Musik ist gut, sagt ihr? Auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn ich dahinter wäre, dann wäre der Laden natürlich in Flammen, aber er macht seinen Job und deswegen ist das alles cool. Also geil, habt ihr das Parfüm schon gerochen? Tatsächlich noch nicht, aber soweit ich weiß, bekommt jeder von uns so eine Parfümprobe und dann werden wir das testen. Und Dennis kriegt persönlich von uns zwei das Feedback. Dennis, wenn du das hörst, wir erwarten viel. Wir erwarten viel. Okay, perfekt. Appreciate you guys. No problem. Was geht, Leute? Was geht? Ich hoffe, ihr genießt den Abend. Absolut. Was sagt ihr bisher? Wie war das Event? Wie ist die Feier bisher? Ey, perfektes Event. Richtig nice Location. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind extrem begeistert. Traumhaftes Essen, geiler Vibe und auch die ganze Präsentation rund um das Produkt. Also 10 von 10. Ja, man macht Bock hier. 10 von 10. Habt ihr das Parfüm schon gerochen oder ist es so eher so ein Überraschungsei später? Nee, gerade. Wir haben den Release mitbekommen und dann wurden wir ein paar Dinger gehandelt, wo wir riechen konnten. Ja. Und riecht sehr nice, auf jeden Fall. Geil. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Genießt es. Danke. Vorbei. Wir sind jetzt auf dem Markt. Und wir müssen auch mal sicherstellen, dass jeder von euch mit einem der Parfüms von nach Hause es von nach Hause nimmt, es testet. Und bitte denkt daran, Welle zu machen, damit das hier ein ganzer Erfolg wird für Dennis, weil er wirklich da ganz viel hinein investiert hat und gönnt es ihm einfach vom Herzen. Und wäre schön, wenn ihr uns einfach wissen lasst, wie ihr es findet. Am besten heute noch. Sehr geil. Tag wie die Teufel! Komm, das Spaß. Genau das Spaß.